sollte das zum Tragen kommen. Aber die Zeichen stehen auf Meisterschaft. Es führt kein Weg dran vorbei. Und auch in der Champions League. Das ist Felicitas Rauch beim Einwurf. Weitergeleitet. Oh, Jule Brandt. Da ist Platz. Jule Brandt ist durch. Jule Brandt. 1-0 Wolfsburg. Erste Spielminute. Und sie hebt die Arme. Ich will nicht zu viel jubeln, aber die Freude im Gesicht ist hier abzulesen. Ist das dann sehr luftig dort hinten. Und natürlich Jule Brandt mit Schnelligkeitsvorteilen. Macht das dann ganz abgezockt. Keine Chance für Naschenweng. Die wird einfach überlaufen. Ja, Fiege Tümmel. Harsch natürlich mit vorne drin. Größten Vorteil am zweiten Pfosten. Gute Chance. Mit Sicherheit ganz gut gekommen wäre. Aber es war eben nicht ganz so viel an Offensivaktionen in dieser Halbzeit Nummer 1. Auch dafür sprechen nur eine Ecke auf jeder Seite. Aber jetzt nochmal die Hoffenheimerinnen. Das ist das Tor. 1:1. Einmal vors Tor. Genau da gehört er hin und Sarah Linder. Naschenweng mit der Flanke. Ja, und was macht Jansen denn da? Da sind sie zu zweit. Jansen und Rauch. Ball war ein bisschen abgefälscht, aber Jansen fröstelnd. Die Schiedsrichterin Nadine Westerhoff. Naschenweng, bisschen Platz ist da. Vielleicht ein Laufduell gegen Wilmswagen. Macht sie. Naschenweng! Und der ist drin! Nein, der ist nicht drin! Am Pfosten! Pech für Melissa Kössler! Guter Ball. Ja, egal wie. Irgendwie. Und da wäre Merle Frohms nicht dran gekommen. Ladwein. Nächster langer Ball für Kössler. Nimmt wieder die Hacke mit. Der ist nicht schlecht für Nicole Biller. 2:1 für die TSG Hoffenheim. Das ist verdient. Das ist verdient aufgrund dieser zweiten Hälfte der mehr erspielten Chance. Nicole Biller heute das Unerwartete. Nicole Biller, keine Chance für Merle Frobs. Lynn Wilms kommt wieder nicht in den Zweikampf. Fendrich zu weit weg von Biller. Felicitas Rauch auf Bremer. Sind im Strafraum. So, das dürfte es gewesen sein. Das war's. Hoffenheim gewinnt. Völlig überraschend. 2:1 gegen den VfL Wolfsburg. Erster Punktverlust und dann gleich dreifach. Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport.